Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal befinden wir uns hier in Train Simulator 2021, oder Train Simulator, wie auch immer man es bezeichnen mag. Es ist mittlerweile schon Ewigkeiten her, seitdem das letzte Train Simulator Video rausgekommen ist. Das letzte Video ist rausgekommen vor fast, wobei, was heißt fast? Man kann schon was sagen, vor ein Vierteljahren, um genau zu sein, am 28. September 2017. Das war dann damals noch hier auf der asiatischen Strecke, ich weiß schon nicht mehr, welche das war. Das war der Night Express von Nanchong nach Chengdu East. Ich würde sagen, bevor ich mich hier noch weiter zuquatsche, verquatsche, gehen wir mal auf Fahren. Wir machen einfach mal die Allgäubahn mit der BR245. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich das schon mal probiert habe oder nicht. Das kann ich schon mal probiert haben. Ich versuche das Ganze dann natürlich wieder mit Sicherheitssystemen zu fahren. Aber es könnte sein, dass, ich weiß halt echt nicht mehr, was ich probiert habe. Ich glaube, ich habe wirklich hier von oben angefangen. Und dann könnte es sein, dass ich mit der BR245 Probleme hatte. Dass ich doch teilweise gar nicht wirklich bewegen konnte. Werden wir aber sehen, wir fahren jetzt bei der Allgäubahn den Güterzug am Morgen. Fahren Sie einen Güterzug von Lindau-Reutin nach Hergatz. Kommt mir jetzt doch vielleicht ein bisschen bekannt vor. Könnte sein, dass wir. Dass ich das nicht hinbekomme. Warum auch immer. Ich habe zumindest bereits mal mit irgendeiner Route angefangen, weil ich dachte, okay, ich kann mal wieder ein bisschen von Train zu mir gleich ein bisschen was bringen, aber irgendwie, war das mehr ein Stop and Go und mit dem Zusicherheitssystem hat es jetzt auch nicht so wunderbar geklappt. Vor allem auch, ich habe vergessen zu gucken, was die Shortcuts waren, um die zu aktivieren, aber gut. Wir versuchen das trotzdem nochmal, eventuell nochmal. Okay, es war genau die Lok, mit der ich Probleme hatte. Heute Morgen fahren Sie einen leeren Güterzug nach Hergatz. Warten Sie auf das grüne Signal. Ich probiere es dennoch nochmal. Da haben wir jetzt PZB und das müsste sicher sein, okay. Dann warten wir mal auf das Signal. Wieder spaßig, das Ganze ein bisschen zu schnibbeln. Klappt der jetzt alles? Wir müssen nochmal. Okay, ich wollte jetzt nicht. Okay. Also wir müssen in die Steuerung reinkommen hier. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Okay. Das ist halt die Frage, was jetzt beim Bildschirmfoto da aufgenommen wird. Ob alles aufgenommen wird oder nicht, ich weiß es nicht mehr. Warten wir aber erstmal auf das grüne Signal. Wie gesagt, wir sind leer, wie man sieht. Wende machen wir auf vorwärts. Wie gesagt, ich probiere es einfach nochmal mit PZB und Siefer an. Ich meine mich erinnern zu können, dass ich beim letzten Mal ordentliche Probleme da angehend hatte. Keiner gemischt, dass gut rangiert wird. Warum auch immer das alles jetzt irgendwie auf Englisch ist, gut. Ist halt so. Ist halt wie es ist. Oh, wir haben grün, dann.
ist mir einfach zu bremsen. Jetzt ist es auf 20%. Warum auch immer. Hier ist dynamische Bremse. FIFA. FIFA. FIFA Zwangsbremsung. FIFA Zwangsbremsung. FIFA Zwangsbremsung. Ich weiß wieder, warum ich die FIFA ausgemacht habe. FIFA Zwangsbremsung. Und PZB auch, weil es nicht wollte. Also ich konnte PZB. Hä? PZB-Beschädigung ist doch. Und tschüss. Beziehungsweise, wenn ich immer die. Mit meinem Finger durch die Q-Taste durchhämmern muss und es trotzdem nicht angenommen wird, dann lieber tschüss. Dann behalte ich das einfach auch bei mit der. Mit der BR245 werde ich dann. Ich werde die zwar auch trotzdem fahren. Oh, das ist doch zum Kotzen. Jetzt habe ich zwischendurch die Aufnahme gestoppt, weil diese verfickte Kacke mit Aus- und Anschalten direkt bei meinem Setting ist. Das heißt, irgendwo wird ein Cut gewesen sein. Ein ungewollter Cut. Keine Ahnung, was jetzt alles in der Aufnahme mit drin ist und was nicht. Aber ich werde es halt jetzt einfach so machen, dass ich mit der BR245, falls ihr es nicht mitbekommen habt, einfach ohne Sicherheitssystem fahren werde. Weil es ja scheinbar nicht anders will. Ist halt so, Geschwindigkeitsüberschreitung ist immer noch wie nur 40. Also um das Ganze nochmal hier so ein bisschen auszuklabüstern, weil ich das glaube, das hatte ich glaube ich bei der ersten Testaufnahme, wo ich es gemacht habe. Bei der ersten planmäßigen Aufnahme, die ich dann halt auch wieder weggeworfen habe. Auch mit diesem Szenario habe ich es glaube ich erzählt gehabt, dass ich einfach mal ein bisschen, dass ich. Dass ich mir dachte, dass man auch mal wieder ein bisschen so einen Schwein-Simulator reinschauen kann, ab und an mal. Zur Abwechslung, da ich da jetzt auch weitestgehend mehr Strecken zur Verfügung habe als vorher. Und dementsprechend hatte ich eigentlich vor, da ich auch schon in Train Sim World und Train Sim World 2, dass ich dort mit zum Sicherheitssystem fahre, dass ich das eigentlich auch hier mache, um auch hier ein bisschen das Game abzusteppen. Aber lass es mich so ausdrücken, wenn es funktioniert, dann machen wir das, wenn es nicht will, so wie es in diesem Fall, dann ist dem halt so, dann machen wir das halt dann ohne und fahren dann die Strecken einfach trotzdem, um so ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Muss ja nicht immer Train Sim World 2 oder Train Sim World sein. Aber wir will es trotzdem geben. Einfach so ein bisschen mal wieder Abwechslung reinbringen. Vorne kommen wir in der 90er-Zone. Aber noch ein kleines Stückchen, ne? ETA 5:22 Uhr. Gut, das wird ein guter Zug sein und keine wirkliche. Keinen wirklichen Timetable haben. Oder keinen bestimmten Zeitpunkt haben, wo wir da sein sollen.
AFW ist natürlich auch nicht an. Da brauchen wir eigentlich auch gar nicht gucken. Das Creature ist auch mal wieder nice zu hören. Schön in den Sonnenaufgang hinein. Das Tempo. Mit den Güterzügen haben wir natürlich wieder so das Gute, dass man halt wieder so ein bisschen reinkommen kann. Zwar nicht wirklich in das Bremsverhalten von den einzelnen Loks und so weiter, aber einfach wieder so ein bisschen reinkommen. Fürs Reinkommen ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man mit einem Güterlok anfängt, wo man weniger hält als jetzt mit einer Personenlok, beziehungsweise mit einem Personenzug-Szenario. Aber es wird es auch wieder geben werden. Es wird es auch wieder geben. Train Sim World werde ich natürlich auch ab und an wieder machen. Hauptsächlich für den Northeast Corridor, für das DLC. Weil, so wie Lava mir erzählt hat, soll das ja nicht in Train Sim World 2 integriert werden. Ist halt wie es ist. Bald kommt ja auch hier. Welche Strecke war es nochmal? Paris-Marseille? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mal kurz nebenbei nochmal nachgucken. Marseille-Avignon kommt raus. Am 17. Dezember. Bin mal gespannt, wie das wird. Können wir wieder ein bisschen mehr beschleunigen, obwohl da kommt gleich wieder die Geschwindigkeitsbeschränkung dann. Ich glaube, den machen wir nicht allzu sehr. Also PTP könnten wir prinzipiell mit der BR245 auch nutzen. Das hat ja funktioniert im Gegensatz zu SIFA. Also SIFA hat ja eher so semi funktioniert. Sobald SIFA angefangen hat zu schreien, konnte man so oft SIFA bestätigen, da passierte ja nichts. Schön die Leute wecken, die hier in der Bahnnähe wohnen, mit dem Gequietsche der Waggons hinten. Wir dürfen vielleicht sogar auch 100 Kilometer pro Stunde fahren. Ich muss auch schon sagen, ich habe auch wieder ein bisschen, jetzt so mit der, wo ich jetzt auch halt mit durch Train Sim World und Train Sim World, also doch, was war eigentlich eher durch Train Sim World, da wo ich da, oh Gott, so eine deutsche Wortfindung, da ich da ja angefangen habe, so ein bisschen mehr mich so in die Systeme reinzufuchsen, habe ich auch schon wieder ein bisschen Bock hier so in, mich so in das System von China einzulesen und versuchen, das dann halt auch hier in Train Sim World umzusetzen. Mal schauen, vielleicht kommen wir da nochmal hin. Schade mit den Grafikfehlern, aber gut. Wir haben noch 12 Kilometer bis Hergatz.
Klar, mit den Grafikfehlern. Hört er nicht auf. Oh, ist ja wie es ist. Schade, dass die Vorbeifahrten nicht so passend, nicht so praktisch sind wie bei Schwein Sim World. Bei dem, nennen wir es mal Franchise. Sprich bei Schwein Sim World und Schwein Sim World 2. Das sind die Vorbeifahrten ja super und nicht so. Ich könnte zwar, glaube ich, auch fliegen hier, aber. Jetzt bin ich auf die Kackbremse gekommen. Da wollte ich es eigentlich eher lösen. Da müssen wir wieder ein bisschen mehr Schub geben. 10 Kilometer haben wir noch. Die grünen Lichter, so wie wir es wollen. Alle Fälle etwas längere als das Rangier-Lok, die wir vorgesehen haben. Unser guter Zug. Mensch, das ist eine richtige Zeitreise. Zurück. 12.05.2016. So alt scheint dann schon wohl die Strecke zu sein. Vermute ich einfach mal. Beziehungsweise ich interpretiere das jetzt einfach mal so frei heraus. Ich glaube, das zweite Szenario, wenn man von oben nach unten guckt, war ja ein Personenzug-Szenario. Auch halt wieder mit der BR245. Bin auch mal gespannt, wie das dann ausfallen wird. Haben wir noch ordentlich Zeit liegen lassen, ne? 2 Minuten oder so, noch 2 Minuten haben wir liegen lassen. Ärgert mich jetzt zwar auch ein bisschen, dass das mit der mit PZB und vor allem mit Sifa nicht so wirklich wollte. Ja, das Dauerbestätigen kann ich auch wieder nicht machen. Wenn mit System dann schon komplett und nicht nur was halbes. Deswegen dann entweder ganz oder gar nicht. Aber schon schön die Gegend hier, so schön mit den Wohnhäusern, mit den Gärten und auch die Bahnübergänge. Das ist alles so Felder, Wälder. Die ganze das Hügelige schon nice gemacht. Das fand ich vergleichbar mit Train Sim World und Train Sim World 2, aber. Das
ist immer so ein bisschen rumhaken, wundert mich halt ein bisschen, weil die GPU, die CPU, der RAM, alt, tutti frutti, Festplatte bei 8%. Mit kurzen Ausbrechern zu 13%, also nix, gar kein Problem. Also nicht mehr wundern, dass ständig die Zugbremse wieder auf 20% angelegt wird, ne? Also das verstehe ich halt auch nicht. Ist ja gar nicht so Probleme mit der Lok in erster Hinsicht. Und da waren es noch 2 Kilometer, also rein 3,5 Kilometer, bis wir dort halten sollen, weil wir Plattform 3, also wir sollen dort halten, oder? Halten sie an Plattform 3, genau. Auf 10% und lassen uns noch unterbremsen. Also sind wir schon bei gleich da. In unserem Zielpunkt. Also mal ein bisschen mehr runter, dass wir dann mehr ich hier soll ankommen. Ich muss ja keine Vollbremsung machen, ne? Keine hohe Bremsung. Vielleicht so mit 40 reinfahren, damit wir auch mehr Möglichkeiten haben, noch zu justieren, zu fein zu justieren, um runter zu bremsen. Oh, da waren es noch 40. Und Goodbye-Punkte. Scheiße, gut zu wissen, dass wir Plattform 3 hätte man sich vielleicht denken können, aber hätte Plattform 3 hätte auch auf unserer Seite sein können. Na gut. Hätte ich vielleicht schon vorher die Punkte, die 40 anpeilen sollen. Dann hätten wir jetzt mehr Punkte. Aber gut, ist ja wie es ist. Mal langsam hier rein in den Bahnhof von Hergatz. Etwas Verspätung und so weiter, aber rollen wir langsam rein. Und von hier wird dann wahrscheinlich ein Kollege das weiter
weiterfahren. Die leeren Waggons. Vielleicht wahrscheinlich noch mit Sachen beladen. Gute Arbeit. Boah, geht besser, aber okay. Also hier, erst Szenario abgeschlossen, gut gemacht. Sie haben das Szenario erfolgreich abgeschlossen. Ja gut, stimmt, wir haben nichts Rotes überfahren, ne? Schon richtig. Ja. Hier die Auswertung. Sie haben 460 Punkte erzielt. Ich glaube... 460 Erfahrungspunkte erhalten. Ich glaube, das war... so gesehen ein Satz mit X. Aber wir können uns mal nochmal anschauen, indem wir nur beim D danach gucken. Ja, es waren immer, ja gut, vielleicht hätten wir auch so noch abschließen können, wer weiß ja schon. Aber ich denke mal, es gäbe noch Punkte. Ist ja die Frage, wir könnten natürlich noch weiter hier fahren auf der Allgäu-Strecke. Wir können aber auch nochmal hier Berlin-Leipzig fahren, da haben wir auch nochmal ein bisschen was. S-Bahn nach Bitterfeld. Zum Bleistift. Wir können aber auch nochmal den Donnerpass nutzen. Da haben wir, glaube ich, noch gar nichts gemacht hiermit auf dem Kanal. Der Ländereck hätten wir Frankfurt Highspeed, Hagen Siegen. Von Hamburg nach Hannover können wir auch noch eine Menge machen. Hamburg Lübeck haben wir. Also wir haben noch eine Menge Möglichkeiten zur Auswahl. Auch Hamburg S1. S-Bahn. Koblenz hier. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Das ist halt die Frage, ob wir das alles so nacheinander abgrasen oder so ein bisschen mehr per Zufallsgenerator so gesehen schauen, welche Strecke wir nehmen. Oder welches ganze Routmäßige wir nehmen. Haben wir Short Commuter Train auch gemacht? Scheint ja so. Haben wir. Interessant, wusste ich gar nicht. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Trotz keiner Signale, Zugsicherheitssystem. Ist halt die Frage, man könnte das halt auch so machen, dass man halt komplett sagt, okay, wir machen das eventuell mit Zugsicherheitssystem. Ich glaube, das kann man ganz gut so machen, dass wenn dann mal irgendwie nichts von Train Sim World 2 oder so dabei ist, wenn ich nichts aufgenommen habe, dass man dann halt so ein bisschen einfach just for fun, einfach so zum Entspannen quasi, dann auch ohne Zugsicherheitssystem hier fährt. Und halt vielleicht nur auf den deutschen und britischen Strecken dann versucht, mal Zugsicherheitssystem zu fahren. Halt so lange, bis man merkt, okay, man kann so oft spammen, wenn sie verschreit, dass man das bestätigt, dass man halt sagt, okay, ja gut. Goodbye, Siefer und so weiter. Aber lang genug gequatscht. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ihr seht dann im nächsten Train Simulator oder Train Sim World 2 oder Train Sim World Video wieder.